Herzlich willkommen in unserer Sendung Teacher Talk. In unserer Reihe über große Didaktiker Deutschlands widmen wir uns heute Professor Dr. Lothar Klingberg. Der Erziehungswissenschaftler, der in der Tradition der Neuhumanisten steht, ist der Vertreter der dialektischen Didaktik. Hierzu möchte ich begrüßen Herrn Professor Hilbert Mayer, emeritierter Professor für Schulpädagogik an der Universität Oldenburg, Weggefährte und ja, man kann sagen, ein Freund von Lothar Klingberg. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Die Lehrerin Frau Elisabeth Diegelmann, Lehrerin an der Evangelischen Krankenpflegeschule Köln. Ja, hallo. Hallo. Und die Schülerin Frau Birgit Faltenbacher im zweiten Ausbildungsjahr an der Krankenpflegeschule. Hallo. Hallo. Bevor wir uns Klingbergs Didaktik widmen, möchte ich Ihnen den Menschen Lothar Klingberg näher bringen. Geboren 1926 in Rosenberg in Oberschlesien, begann er seine pädagogischen Laufbahn nach dem Krieg als sogenannter Neulehrer in Sachsen in der ehemaligen DDR. Nachdem er in Leipzig Geschichte, Philosophie, Pädagogik und Musik studierte, übernahm er 1965 mit 39 Jahren den Lehrstuhl für systematische Pädagogik und allgemeine Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karl Liebknecht in Potsdam. Er starb im Jahr 1999. Herr Professor Mayer, kann man sagen, Lothar Klingberg hat auch die westdeutsche Didaktik geprägt? Ja, auf jeden Fall. Lothar Klingberg war und ist es immer noch für viele von uns vor und nach der Wende eine Respektsperson. Er ist ein Didaktiker mit großer intellektueller Kraft. Er ist der Klafki Ostdeutschlands, sage ich ja immer. Kaum jemand hat wie er die einzelnen Elemente und die Beziehungen zwischen diesen Elementen der Didaktik untersucht. Und diese didaktischen Beziehungen waren für Klingberg ja immer dialektisch geprägt. Was bedeutet dialektisch? Dialektik bedeutet die Lehre von den Gegensätzlichkeiten, von den Gegensätzen. Bei Klingberg handelt es sich bei diesen Gegensätzen um die Widersprüche zwischen den Elementen und den Beziehungen in der Didaktik. Ein sehr gutes Beispiel für solche Beziehungen ist die Lehren-Lernen-Beziehung. Diese ist eine sehr dialektische, widersprüchliche Beziehung und vor allem geht es dabei um den Widerspruch zwischen Führung und Selbsttätigkeit. Neben der Lehrer-Schüler-Beziehung sind auch Inhalt und Methode bestimmend für den Unterrichtsprozess? Ja, für Klingberg bilden diese vier Begriffe Lehren, Lernen, Inhalt, Methode, die elementare Grundstruktur in der Didaktik. Wir haben dies für unsere Zuschauer einmal als Grafik dargestellt. Frau Diegelmann, können Sie uns diese kurz erläutern? Ja, sehr gerne. Hier können wir sehen, das ist das didaktische Dreieck, das kennen wir alle. Das ist die Beziehung zwischen dem Lehrer, dem Schüler und dem Unterrichtsstoff, dem Inhalt. Lothar Klingberg hat aber gemerkt, dass ein wichtiger Faktor in dem Gefüge fehlt und hat entschlossen, sich da der Methode noch mit anzueignen und in seine Theorie mit einzubauen. Das sehen wir hier an dem Laptop, der rot eingekreist ist. Er hat festgestellt, dass zwischen Lernen und Lehren immer eine Beziehung besteht. Das heißt, Lehren geht nie ohne einen Schüler. Und Lernen geht natürlich nie ohne einen Lehrer. Dasselbe hat er auch in seinem Gefüge dargestellt mit Methode und Inhalt und dem Unterrichtsstoff. Das ist genau dasselbe. Unterrichtsinhalt kann nie ohne eine Methode beigebracht werden. Und eine Methode bedarf immer einem Unterrichtsinhalt. Das wäre die Grundrelation 2, die der Herr Klingberg dargestellt hat. Das Gefüge zwischen Lernen,
Lernen und Methode und Inhalt steht alles immer in einer Beziehung zueinander. Man kann lernen zum Beispiel nur, wenn man einer bestimmten Methode zur Verfügung hat und lehren zum Beispiel auch nur, wenn man einen bestimmten Inhalt zur Verfügung hat. Und genauso steht das miteinander in Verbindung und in Beziehung. Und das nennen wir hier den Unterrichtsprozess. Ich möchte noch einmal das Lehrer-Schüler-Verhältnis und dessen Widersprüchlichkeit in den Blick nehmen. Lothar Klingberg geht ja sogar so weit, von einem Kampf zwischen Führungsanspruch der Lehrkraft und Selbstständigkeitswillen des Lernenden zu sprechen. Frau Degelmann, wie begegnen Sie diesem Widerspruch? Also zunächst einmal ist es wichtig, den Widerspruch als Lehrer auszuhalten. Wie Klingberg bin ich genauso der Meinung, dass der Lehrer zunächst einmal die Führung im Unterricht übernehmen muss. Aber dann ist es auch wichtig, den eigenen Führungsanspruch aufgeben zu können und den Schülern und Schülerinnen immer wieder eine führende Rolle zuzugestehen. Ist das nicht unheimlich schwer? Ja, das fällt mir nicht immer leicht. Aber es ist ja durchaus so, wie es auch Klingberg beschrieben hat, dass dadurch eine gewisse Dynamik im Unterrichtsprozess entsteht. Der Unterricht bleibt dadurch im Fluss und der Unterrichtsprozess wird auch vorangetrieben. Frau Faltenbacher, wie erleben Sie dieses Spannungsverhältnis zwischen Führung durch Ihre Lehrerin und der Aufgabe als Lernende, auch selbsttätig werden zu müssen? Also selbsttätig werden zu müssen, das finde ich zum einen anstrengend, zum anderen aber auch spannend. Wir können viel selbst mitentscheiden. Frau Degelmann gibt uns oft auch die Möglichkeit, mit ihr gemeinsam einen Unterrichtsstoff zu planen. Und wir dürfen auch mal sagen, wenn uns etwas nicht so gefällt. Das heißt, Sie können mitentscheiden, was durchgenommen wird im Unterricht und was nicht? Ja, zum Teil. Wir können dann auswählen, wie wir ein Thema durchnehmen wollen, ob wir zum Beispiel eine Gruppenarbeit oder lieber Einzelarbeit machen möchten oder wie wir das dann auch dementsprechend präsentieren. Es scheint, dass Ihre Lehrerin Ihnen auch viel Verantwortung überträgt. Ja, und es ist manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden, wie man beim Lernen vorgehen möchte. Aber Frau Degelmann steht uns da immer zur Seite. Und natürlich muss man auch die Verantwortung dafür tragen, ob man was lernt und welche Noten am Ende rauskommen. Ja. Frau Degelmann, kommen wir damit zu unserer letzten Frage. Sie scheinen das, was Klingenberg forderte, auch verinnerlicht zu haben. Nämlich, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur Objekte im Unterrichtsprozess sind, sondern auch Subjekte ihres eigenen Lernprozesses. Ja, genau. Ich orientiere mich in meinem Handeln stark an Lothar Klingberg, indem ich gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe arbeite und kommuniziere. Sie zum anderen aber auch, wie schon angesprochen, zum selbstständigen Denken und Handeln führe. Sie müssen also die Subjektposition einnehmen. Vielen Dank, Frau Degelmann, dass Sie uns noch einmal die Wichtigkeit der Subjektposition, die Lothar Klingberg ihr zugeschrieben hat, erklärt haben. Wenn auch nur kurz, so hoffe ich, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass wir Ihnen die dialektische Didaktik etwas näher bringen konnten. Ich bedanke mich hiermit bei allen Beteiligten der Runde und verabschiede mich mit einem Zitat von Greta Thunberg. Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen. Herr Klingenberg hätte diese Aussage, die zum eigenständigen Handeln und Denken auffordert, vermutlich unterstrichen. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zur nächsten Sendung. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.